Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dem guten Lukas hier am Start. Es ist schon ein bisschen was her, aber wir sind wieder gefühlt hier. Hast du das Video von uns erst letztens hochgeladen? Also stimmt. So lange ist ja, es ja, das letzte Reaction-Video. Ich habe es in der Tat vergessen, dass wir das gedreht haben. Es okay. War die ganze Zeit wirklich auf dem PC. Sorry an der Stelle, Lukas. Aber wir werden heute reagieren und zwar auf den guten Siki. Der hat nämlich ein neues Video gedroppt und viele haben mir geschrieben, ich glaube sogar im Livestream, den hast du ja auch letztens verfolgt, beziehungsweise du hast ein paar Mal in die Livestreams, sind ja mehrere mittlerweile, reingeschaut. Ja. Wie findest du das so? Live? Steht mir das? Steht dir? Ja. Können wir ein bisschen zocken oder so, hätte ich mal Bock. Der Skribbel. Ja, das habe ich gesehen. Nee, irgendwas mit Moped irgendwie. Irgendwas mit Moped? Oh, es gibt doch dieses Trials Evolution. Right. Ja, oder Trials Evolution. Ich weiß nicht, ob ihr... Geht das online? Ja, eigentlich schon. Warum musst du halt mit der PS... Ist ein anderes Thema. Machen wir später. Ich zeig dir das mal. Okay, er zeigt mir das mal in einem Livestream. Wenn ihr Bock habt, dann eins in die Kommentare. So, ich gebe dir mal den hier. Zack. Bin bereit. Und zwar, geh mal auf den Kanal hier. Bam. So, bevor wir aber anfangen, Y-Food. Du hast es gerade schon gesehen. Ja. Lukas hat gesagt so, oh Mann ey, das kann doch nicht wahr sein, weil du bist ja vegan. Ja, genau. Und du hast schon mal das Vegane probiert, aber jetzt gerade habe ich kein Veganes da. Ja. Das heißt, ich muss jetzt einen vortrinken. Das ist echt kacke. Das tut mir echt ein bisschen leid. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan, großer Fan von denen, einfach weil ich mich halt vegan ernähre. Ja. Aber ich muss sagen, immer wenn ich hier war, habe ich dich eigentlich immer gefragt, ob ich das Vegane probieren oder ob ich das Vegane haben kann. Und ich habe dann sogar nachgefragt bei Jana, ob sie mir mal vegan zusenden kann. Hat sie dann ja auch gemacht und dann konntest du das probieren. Und ich finde, es ist eigentlich auch geil. Jetzt gerade zum Beispiel hätte ich wirklich lieber ein Veganes. Oh. Es sind ja auch andere Geschmäcker, glaube ich, oder? Ja, es gibt andere Sorten. Und das Vegane schmeckt auch nicht so krass. Also das mit Milch ist halt sämiger und es ist nochmal viel süßer, meiner Meinung nach. Ja. Und manchmal habe ich halt Lust auf ein bisschen was Leichteres, was eben nicht so krass ist. Okay, ja, deswegen, also Salted Caramel ist trotzdem meine Lieblingssorte, weil wenn ich mal richtig Bock drauf habe, dann ist die... Die scheppert halt, ne? Ja, also gut, dann scheppert das mal weg, ich will das Video. Ja, aber nicht auf Ex, oh Gott, um Gottes Willen, ja. Hm. Schluck, schluck, schluck. Link ist immer in der Beschreibung, ja, ich muss das einfach sagen, weil sonst wisst ihr das einfach nicht. Die auch im ganzen Jahr, oder? Genau, das ist halt krass, also Y-Food unterstützt mich, muss man an der Stelle sagen. Und alle Partner, die mich unterstützen, unterstützen eben auch Videos und Fotos und Trips. So müsst ihr immer denken. So manchmal ist halt hier und da ein Placement vielleicht zu viel, eurer Meinung nach. Aber jedes Placement befeuert eben den Content, den wir kreieren. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar darüber. Und Y-Food ist mega geil. Die waren bei der Höhle der Löwen, ne? Ja, die waren bei der Höhle der Löwen. Das ist so geil. Also wirklich richtig cool. Aber genug darüber geredet. Auf geht's. Jetzt geht's los. Get ready for summer. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen in Frühlingsstimmung. Du auch? Ja. Du warst jetzt in Portugal, ne? Ich habe mir heute tatsächlich neue Motorradsachen besorgt. Ach was? Ja, für den Sommer so ein Aramid-Hoodie und sowas. Aramid-Hoodie, also, Und der hat mehr Protektoren als meine normale Jacke. Und das, da freue ich mich schon auf den Sommer. Ich sehe schon die Kommentare. Lukas, du trägst keine Schutzkleidung, aber eigentlich ist es cool. Ja. Hatte ich aber auch schon ganz oft. Ich habe Kevlar-Jeans, alles mögliche und dann kommen so die Kommentare. Schuhe, die so aussehen wie normale Stiefel. So Urban-Schuhe, ne? Mit Protektoren links und rechts. So, jetzt geht's aber los, auf geht's. Geil, Mann, ich feiere die Edits von Siki wirklich immer richtig. Ja, Mann. Boah, M4. Junge, Junge. Also, war ein bisschen überschätzt. Was war da am Nürburgring, oder? Nicht. Ist die Qualität irgendwie so ein bisschen? Nee, nee, das, lass weiterlaufen. Das ist nur bei. Ach, fuck, das muss bei denen auch. Oder? Ah, nee, das sieht normal aus. Nee, das ist so ein Fehler. Der kommt ab und zu. Echt? Ja, ja. Boah, wow, alter Schwede. Die kann aber ganz gut fahren, ne? Warte, das muss ich nochmal. Also legit. Das ist ja schon was war das denn für ein geisteskranker? Wo haben wir den? Vielleicht nimmst du da nochmal einen Driftkurs bei dem. Was? Dann macht er schon ganz gut. Guck mal, wie legit, schaut euch das jetzt mal, oder? Wie weit driftet er denn? Er bremst hier an. Ja. Jetzt geht er quer. Man sieht sogar die schwarzen Striche und dann richtig in die Kurve rein. Man hat das Ende aber nicht gesehen. Wir wissen nicht, ob er gefällt. Ja. Gerade ist er ja schon rausgeflogen. Ja. Boah. Das finde ich immer, das kannst du ja auch, aber ich finde das echt crazy. Sieht total unwirklich aus. Ich habe das damals bei TIA gesehen. Ja. Und ich fand das so geil, da hat er sich, glaube ich, so in die Hose runtergezogen und hat das dann gemacht. Ja, also Toni von TIA, absolut geiler Typ. Boah, alter Schwede. Aber die geben den Reifen auch volles mit, ne? Also ja. Das ist eine richtige Schräglage ab und zu. Boah! Was? Das sind die Momente, wo man kurz so... Leute, habt ihr gesehen, wie knapp das war?
Kommt das jetzt hier? Nee, oder war das davor? Zurück. Du musst einen Tick zurück. Ja, da. Hier, ne? Ja, noch weiter, noch weiter. Hier? Da. Da, jetzt pass mal auf. Boah. Das musst du nur ja leicht berühren und du packst dich so aus. Alter Schwede, heftig. Boah. Ganz schön sportlich auch, ne? Dieses Supermotorfahren ist so weird, ey. Halt hast du ganz anders aus. Nee, aber sieht halt ganz anders aus. Ich, vom Fahrstil würde ich immer Hanging Off fahren. Und nicht so. Weil da hätte ich immer Angst, dass ich mich auf die Fresse packe. Und beim Hanging Off habe ich gefühlt mehr Sicherheit, weil ich es ja aufstelle. Ja. Deswegen, aber krass, wenn die damit so um die Kurven ballert. Ich finde es richtig geil. Ja. Also mit Fuß unten, ich feiere das total. Das ich fühle das auch total. Geil! Der gute Victor hier von Lionheart. Ja, Grüße gehen raus. Ich muss gerade überlegen, aber geil. Oh, mega, er kann halt auch ja, so ja, gut fahren, ne? Ist unfassbar. Nicht, war er auch bei den HMTs? Ja, okay. Ja, er war auch bei den HMTs. Hä? Kannst du auch keine Wheelies? Kein Sprit oder was? Lava kein. Das war auch, ich liebe so Szenen, oder? Ja, ja, schon. Aber so hat man sich schnell geholfen, ist doch perfekt. Boah, geil, mit so einer Fähre. Boah. Das sind halt diese Summer-Vibes, ne? Ja, Mann. Früher, jeden Tag. Fahren. Auch einfach mal chillen, kein Video, kein Foto, einfach nur ein bisschen fahren. Mhm. So Bock. Mhm. Oder halt einfach die GoPro laufen lassen. Ja, oder so. Weißt du, weil dann ja. Fängst du ja eigentlich automatisch die geilen Szenen ein. Ja, das stimmt. Wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Genau, aber mal halt ohne reden. Junge. Und boah. Boah, geil, das geil! Ist, Alter, Sumo geil, ne? Die geht halt einfach hoch. Boah. Junge! Sind schon heftige Szenen. Ja, Mann. Aber es fehlt noch ein bisschen mehr, es muss noch mehr Sonne sein. Ja. Aber die hat er natürlich gerade nicht. Junge, der kann das schon was. Aber ab und zu ist halt auch nicht so krass, ne? Geil. Guck mal hier, Mädel. Mädel auf einer Supermode ist schon, sexy, ne? Kann man sich angucken, ja. Wobei, ich finde ein Mädel auf einer Supersport ja. Dann noch tausendmal geiler. Ja, wirklich, da gibt's Fotos, gerade in Brasilien oder so, wenn dann so... Latinas? Sind das Latinas? Latinas. 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 Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Latinas. Latinas, genau. Wenn die da drauf sitzen, mit ihrem erhöhten Po. Geil. Also da muss ich schon bei Instagram mal ein Like verteilen. So ein Rolling Burnout würde ich gerne können. Mit der R1 oder so. Aber... Ich bin okay. Hier auch bei. Hat mir HBK gezeigt, ohne das geht. Ohne dass ich auf die Presse legen. Na klar. Das kann er, das macht er gerne, der Sticky, ne? Mhm. Dieses, auch dieses, gibt's dafür einen Namen? Ich nenne es immer Swerven. Swerven. Swerven, ja. Okay. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wann er damit angefangen hat, aber es kann sein, dass er damit angefangen hat, nachdem ich das gemacht habe. I don't know. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nur jetzt Mist erzählen. Aber ich meine, das war so. Richtiger Nachmacher. Nach. Ist das EOS? Mhm, das war EOS. Auch eine geile Karre, oder? Ja, voll, sieht so voll. Sexy aus. Sieht auf Fotos auch richtig krass aus, wenn er diese bearbeitet. Er ist halt so ein kleiner Perfektionist. Perfektionist nicht nur und kleiner. Glitzer-Fetischist. Geil, ich liebe die Übergänge. Mach ich auch ab und zu. Noch eine kurze Ankündigung. Und zwar gibt es endlich wieder Sticker im Shop. Kauf Sticker abchecken! Check den Merch ab! Könnt ihr euch welche sichern? Ich blende euch den Link jetzt einfach mal direkt. So, jetzt geht aber wieder rein. Oh, das Video ist vorbei. Nein! Video ist vorbei, ja. Ja, das Ende war wieder extrem viel Arbeit. Also, ich freue allein mich das ganze Footage-Sicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch du ahnst es nicht, wirklich. Ich habe ja früher nur diese Compilations gemacht. Die Zuschauer, die schon lange dabei sind, wissen das. Und du sitzt halt wirklich an einem Video teilweise eine Woche. Wahnsinn. Du collectest Footage einen Monat lang ja. Oder noch länger, die geilsten Szenen, dann sortierst du alles und dann schneidest du eine Woche oder so. Und wirklich intensiv und auf die Musik und dann gefällt dir da was nicht. Und du musst auch zwischendurch aufhören, wenn du merkst, du hast gerade keinen Bock. Du musst immer schneiden, wenn du richtig Bock hast, weil dann wird es ja. Richtig geil. Ja, ja. Und irgendwann geht dir das Lied voll auf den Sack, weil du dir die Stelle zum 10. Mal angehört hast. Du hast das Video fertig und du kannst es eigentlich nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Das ist immer so das Phänomen. Ja, ich schwör's dir, richtig krass. Ja, war ein geiles Video, hat mir sehr gut gefallen. Also Daumen nach oben für Siki. Ja, sehr, sehr geil. Schaut mal vorbei. Ich verlinke es natürlich unten in der Beschreibung. Schaut auch bei Lukas vorbei. Ja, er hat immer geilen Content am Start. Ja. Ist im Moment, was Rennstrecke angeht, ziemlich gut dabei. Also da wird mit der Yamaha R1 auf jeden Fall Sexiness Overload kommen. Ihr dürft auch fahren.
Guck mich wir dürfen so auch mal. Ja, guck ja. mich an. Lukas ist einfach ein kleiner Ehrenmann. Ne? Mein Lieber, schön, dass du dabei warst. Grüße gehen raus an euch alle. Und an der Stelle auch wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil.